Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Elke Kaschel und als Leiterin des Goethe-Instituts in Brüssel begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserem zweiten Online-Künstlerinnen-Gespräch im Rahmen der Reihe Unzivilgesellschaft. Anlässlich des 10. Jahrestags der Selbstaufdeckung des nationalsozialistischen Untergrunds NSU und einer schier nicht enden wollenden Serie an rechter Gewalt und rassistischem Terror in Deutschland und anderen europäischen Ländern beschäftigt sich Unzivilgesellschaft mit künstlerischen und diskursiven Ansätzen als Beitrag zur Aufarbeitung und Umgang mit dieser Problematik. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend mit Henrike Naumann und Christina Barbia von der Londoner Forschungsgruppe Forensic Architecture zwei Künstlerinnen begrüßen dürfen, die Wesentliches zur Aufarbeitung des NSU mit Mitteln der bildenden Kunst geleistet haben. Henrike Naumann wurde in Zwickau, der Stadt, in der der NSU untertauchte, geboren. Und sie war auch zufällig privat am 4. November 2011 in Zwickau, der Tag also, an dem die Existenz des NSU einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde und an dem Beate Zschäpe die Unterkunft der Gruppe in Zwickau in Brand setzte. Seitdem widmet sich Henrike Naumann in ihrer Kunst hauptsächlich Fragen rechter Jugend und Gewaltkulturen. Die Forschungsgruppe Forensic Architecture macht sich seit 2011 einen Namen mit ihren spektakulären Untersuchungen zu Fällen von Menschenrechtsverletzungen, die nur unzureichend Aufklärung finden, auch weil der Wille fehlt. Für einen solchen Fall steht auch der NSU-Mord an Khaled Yozgat, bei welchem es bis heute eine ganze Reihe von Unklarheiten gibt. Forensic Architecture konnten mit ihrer Arbeit zu diesem Mord, die erstmals auf der Documenta 14 gezeigt wurde, etwas Licht ins Dunkel bringen. Christina Barbia gehört zu Forensic Architecture und sie leitete die Recherchen zu diesem Projekt. Moderiert wird die ganze Reihe Unzivilgesellschaft vom Journalisten Matthias Dell. Dell arbeitet als Film-, Medien- und Theaterkritiker und ist als Freelancer unter anderem für Deutschlandradio, Zeit Online, EPD Film, Spiegel.de und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung tätig. Und über heute Abend hinaus lade ich Sie herzlich ein für den 27. Mai. Da geht unsere Reihe mit einem Gespräch zwischen den beiden Filmemacherinnen Maler Reinhardt und Benz Flieg auf weiter. Ich hoffe, Sie auch dann wieder begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen für heute Abend eine anregende, erkenntnisreiche Diskussion. Vielen Dank. Herzlich willkommen zum dritten Teil der Gesprächsreihe von Unzivilgesellschaft, einem Projekt, das die Goethe-Institute in Brüssel, Budapest, Mailand und Oslo in diesem Jahr gemeinsam realisieren. Es geht um eine Beschreibung von Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, von rechter Gewalt in unserer Gegenwart. Ein historischer Bezugspunkt für die Reihe ist der Anschlag von Oslo und auf der Insel Utøya, der sich an dem Tag, an dem dieses Video veröffentlicht wird, zum 10. Mal jährt. 77 Menschen starben damals, 69 davon in einem Zeltlager auf einer Insel, auf dem sich traditionellerweise die Jugend von Norwegens Sozialdemokratischer Partei traf. 2011 ist auch das Jahr der Selbstertarnung des NSU, der rechten Terrorzelle von Zwickau in Deutschland, die für Bombenanschläge und eine Mordserie an 10 Menschen verantwortlich ist. Die beiden Jahrestage verweisen darauf, dass es sinnvoll ist, das Phänomen Rechtsextremismus oder überhaupt das destruktive, todbringende Hass von rechts eben nicht als nationales Phänomen zu denken. Und deshalb sprechen wir in dieser Gesprächsreihe auch immer über Ländergrenzen hinweg. Es geht darum zu fragen, was die Kunst beitragen kann zu einem Verständnis von rechten Strömungen, von rechter Gewalt in den Gesellschaften. Im ersten Teil haben wir über das Theater gesprochen, im zweiten Teil anhand von Filmen. Und heute geht es um Arbeiten, die der bildenden Kunst zugerechnet werden, zwei Installationen und natürlich auch um die Leute, die diese Arbeiten gemacht haben, Henrike Naumann und Christina Barbia. Herzlich willkommen. Unser Gespräch besteht grob aus drei Teilen, jeweils einem mit Henrike Naumann und einem mit Christina Barbia, in dem Sie auch jeweils Ausschnitte aus den genannten Arbeiten sehen. Und schließlich gibt es einen dritten gemeinsamen Teil. Das Ganze dauert eine gute Stunde. So begrüße ich zuerst Henrike Naumann, die heute als bildende Künstlerin arbeitet und ihre Arbeit Triangular Stories von 2012 damals aber vorlegte als Abschlussarbeit eines Studiums an der Filmhochschule in Potsdam-Badelsberg, das eigentlich dem Szenenbild galt. Und die Verbrechen des NSU haben quasi einen Anteil daran,
dass Henrike Naumann heute bildende Kunst macht. Das hat damit zu tun, dass sie selbst, dass es eine biografische Verbindung gibt. Sie in Zwickau geboren ist und am Tag der Enttarnung, also als Beate Zschäpe versucht hat, das Haus in der Frühlingsstraße in Brand zu setzen, auch dort war. Wollen Sie kurz was dazu sagen, was das damals für ein Gefühl war, Henrike Naumann? Ja, es war erstmal so ein Gefühl, das so langsam kam, weil als ich da am 4. November 2017 in Zwickau war, war ich da ja erstmal, um meine Oma zu besuchen und eigentlich so sehr privat unterwegs. Und plötzlich war da in den Nachrichten die Rede von einem explodierten Haus und es wurden zwei Handwerker interviewt, die kurz Pause gemacht hatten und sich das auch nicht erklären konnten. Und dann hat sich das ja erst so entwickelt, also dass so über Stunden und eigentlich auch dann die nächsten Tage immer mehr Informationen kamen und dann das Wohnmobil in Eisenach gefunden wurde und die Leichen von Uwe Böhnert und Uwe Mundlos. Und ja, in gewisser Weise hat da in Zwickau bei mir irgendwas so aufgehört, also irgendwie, ich glaube, so eine gewisse Unbeschwertheit, so irgendwie am Ende meines Studiums zu überlegen, was mache ich jetzt oder wie kann ich jetzt irgendwie eine tolle Karriere starten oder wie mich irgendwie so entfalten oder irgendwie war das dann so, nee, ich habe jetzt irgendwie, also die Tatsache, dass in der Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin und in der auch meine Oma noch lebt, in unmittelbarer Nachbarschaft Rechtsterroristen im Untergrund sich so sicher gefühlt haben, sich da so frei bewegen konnten und zugleich so viele Menschen umgebracht haben, so das hat bei mir so, naja, wie so ein Error hinterlassen im Kopf, dass ich gemerkt habe, meine Arbeit und auch also mein Handwerk, aber auch die Kunst und die Konzepte, die ich schreibe, die sind jetzt in erster Linie erstmal was, mit dem ich arbeite, um meine eigenen irgendwie Verstörung zu bearbeiten und auch einen Weg zu finden, mit dieser Stadt Zwickau irgendwann wieder umgehen zu können oder da auch wieder hinzureisen. Und dabei ist dann ja eine Arbeitsweise entstanden, wie ich als Künstlerin mich mit Problemen auseinandersetzen kann und gleichzeitig dann aber versuche, eine Sprache zu entwickeln, die vielen Menschen Zugang zu Themen gibt, die einem sonst vielleicht verschlossen sind. Jetzt ist das ja ein sehr großer Zufall, dass Sie aus dem Ort kommen und an dem Ort auch noch sind, als das passiert. Haben Sie noch Erinnerungen daran, wie Sie von dem anderen Anschlag 2011 erfahren haben, dem in Oslo und auf die Insel Utøya? Das ist eine interessante Frage, weil da habe ich drüber nachgedacht und überlegt. Also ich erinnere mich noch an die Gefühle, die das bei mir ausgelöst hat. Also diese Schrecken und Entsetzen, die Vorstellung, dass da so politisch aktive Jugendliche auf einer Insel sind und plötzlich kommt jemand als Polizist verkleidet und schießt. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, an die Gefühle und auch an die Verstörung, aber nicht, dass ich das an so einem Moment in meinem Leben festmache, so ein Ereignis, wo ich genau weiß, was ich in dem Moment gemacht habe, sondern eher so eine generelle Verstörung und Verunsicherung. Und ich habe dann jetzt nochmal in meinen E-Mails aus der Zeit nachgeguckt, um zu gucken, was habe ich denn da so geschrieben an diesem 22. Juli 2011. Und da waren nur belanglose Sachen. Und dann habe ich auch mal geguckt, was habe ich denn am 4. November 2011 für E-Mails geschrieben? Auch nichts. Und ich dachte so, hä? Das hat mich doch beschäftigt. So. Und dann war ich so, bin ich heute so meine ganzen E-Mails aus dem Jahr 2011 durchgegangen. War so krass. Komisch, ne? Und dann habe ich gesehen, 2. Januar 2012 habe ich eine E-Mail an meinen Professor an der Filmhochschule, an meinen Szenografie-Professor geschrieben, dass ich mich gegen eine klassische Szenografie-Diplomarbeit entschieden habe, alle Spielfilme abgesagt habe und jetzt eine Videoinstallation zu Rechtsterrorismus machen will. Und da habe ich gemerkt, okay, ja krass, das hat erst noch ein bisschen in mir gearbeitet. Und dann habe ich aber eigentlich ja eher geguckt, was kann ich jetzt machen? So wie kann ich jetzt künstlerisch
das verarbeiten und nach Wegen suchen, wie man jetzt über dieses Problem Rechtsterrorismus, das durch diese Fälle jetzt so, so allgegenwärtig war, in eine Form zu überführen, die sich diskutieren lässt. Ja. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis dafür, weil wir gleich ja den kurzen Ausschnitt aus der Arbeit zeigen können, die entstanden ist damals, Triangular Stories, das ist so ungefähr 2 Minuten lang. Interessant aber an der Bemerkung ist ja auch, dass es offensichtlich sehr schwer fällt, was ja vielen von uns so geht, oder ein Teil des Problems, über das wir hier reden, ist ja, wie wird Geschichte geschrieben und wie verankern sich diese Ereignisse, diese gewaltvollen Ereignisse so in der Geschichte, dass sie tatsächlich zu dem gesellschaftlichen, der Gesellschaft bewusst werden, eben auch durch Erinnerungsarbeit und so weiter. Und das ist ja bei rechten Anschlägen häufig zu beobachten, dass sich eben nicht viel verankert und deswegen eigentlich Geschichte immer wieder neu beginnt mit jedem Anschlag und das Problem immer wieder neu aufzutauchen scheint. Aber jetzt schauen wir erstmal in diesen Ausschnitt aus der Arbeit Triangular Stories. Hey, du hast dich auf meine Beine gesetzt. Der hat seinen Schwanz am Ohr, oder was? Was ist das eigentlich? Ey! Ey! 9000, ja, gib's ihm, komm! 9000 Schwein, was? Ey, komm, lass, pack's weg. Boah, pack das weg, Mann! Ja, okay, geht. Boah, ist der Alkohol. Guck mal, das ist der. Ich gehe vor meinem Nächsten auf jeden Fall noch kratzen. So geschehen an einem Freitag im Juli 1989. Claire kehrt nicht mehr zurück ins Leben. Die Disco-Droge hingegen erlebt zurzeit ihre Wiedergeburt. Ecstasy, die gefährliche Yuppie-Droge der späten 80er Jahre, taucht wieder auf im weltweiten Drogenhandel. Von ihren Konsumenten gerne als schlichtes Aufputschmittel verharmlost, treibt das MDMA, Kürzel für die Giftformel Methylendioxymetamphetamin, erneut Horden von Kids in die Sucht und nicht selten ins Grab. Ja, wie so ein scheiß Kanake, man stell dir vor, so ein scheiß schwarzer Kanake, komm, so ein scheiß Mega. Drauf, ja! Ja, richtig drauf, ja! Was auffällt bei der Arbeit ist, dass Sie, Henrike Naumann, da eher so ein loses Verhältnis, würde ich sagen, zu dem pflegen, was bei Spielfilmen, bei Rekonstruktionen sehr wichtig ist, nämlich Ähnlichkeit. Also diese drei Leute, die wir da sehen, das könnte das Zwickauer Trio sein. Es ist es aber in jeder Sekunde auch wieder nicht. Warum diese Offenheit in der Frage, wie ähnlich diese Sache der Wirklichkeit sehen soll? Ja, also die Entscheidung, mit Home-Videos zu arbeiten, war jetzt auch mit meinem Background von der Filmhochschule und der Szenografie irgendwie die Frage, wie kann ein dokumentarisches Format gleichzeitig Fiktion sein oder Spielfilm und aber auch trotzdem ein Zeitdokument und dieses Spielen ja mit Ähnlichkeit und mit Assoziationen, das war mir da sehr wichtig. Zugleich ging es sehr konkret um den NSU in der Jugend, aber mir war es auch total wichtig, das nicht als eine absolut
einzigartige Biografie zu erzählen, sondern eigentlich den Film zu füllen mit Dingen, die eigentlich sehr viele aus ihrer Teenagerzeit kennen, und also mit Mickey Mouse und Alf und allem, was so eine Jugend in den 90ern so irgendwie so ästhetisch geprägt hat. Und aber da immer wieder so Wiedererkennungswerte, die sich ganz konkret auf die Terroristen beziehen, einzubauen, um dadurch eigentlich das immer wieder so, naja, in Bewegung zu bringen. Dass man nicht sagen kann, ah, hier sind wir und da sind die Terroristen, sondern das ist alles eine Gesellschaft, in der das passiert. So. Das heißt, wir müssen uns irgendwie damit anders auseinandersetzen, so, weil der NSU wurde nicht von Außerirdischen im Jahr 2011 in Zwickau abgesetzt. So. Das ist gesellschaftlich gewachsen, und als Teil der Gesellschaft müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und ja, so habe ich im Film gearbeitet und auch in der Installation, in die der Film eingebaut ist, dass man immer wieder Dinge entdeckt, die man kennt oder die vertraut sind, Alltagsobjekte, und auch gleichzeitig Dinge aus den Filmen, dass diese Installation dann auch immer mehr als Filmset sichtbar wird und diese vermeintliche Authentizität des VHS-Home-Videos eigentlich immer wieder so brüchig wird und es eigentlich auch sichtbar ist, dass ich mit der Geschichte so ein bisschen spiele, zugleich aber auch auf einer Weise Bilder eines historischen Moments produziere oder eines historischen Dokuments und auch so ein bisschen so in den Erinnerungen einpflanze von Menschen, die das gesehen haben. Also so ein sehr so komplexer Prozess, wo es aber auch immer um die eigene Erinnerung und das Anknüpfen an die eigene Lebensrealität geht. Man kann das ja auch lesen als ein Statement, was sagt, dass eben rechte Gewalttäter mitten in der Gesellschaft leben, indem eben nicht das gemacht wird, was im deutschen Spielfilm zum Beispiel häufig gemacht wird und sehr lange noch gemacht wird, dass nämlich rechte Figuren eigentlich daran zu erkennen sind, dass sie einem Klischee folgen, das aus diesen 90er Jahren stammt, Glatze, Springerstiefel, Bomberjacke, sondern bei ihnen sind zum Beispiel auch die Frisuren viel bürgerlicher, als das wahrscheinlich so ein gewöhnlicher Spielfilm machen würde. Das heißt, ist das die Idee davon, zu sagen, es ist, oder was bedeutet das, wenn man sagt, es ist ein Home-Video wie alle und das Grauen ist nicht was, was irgendwie den Leuten schon auf die Stirn geschrieben steht? Ja, ich glaube, dadurch, dass ich in Zwickau aufgewachsen bin, genauer gesagt in einem Dorf bei Zwickau, und das könnte auch, ne, ich könnte auch woanders in Deutschland aufgewachsen sein und ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren eben die von einer extremen rechten Radikalisierung in den 90ern und einer Alltäglichkeit von Rechtsextremismus und ich habe aus nächster Nähe gesehen, wie Leute, mit denen ich im Kindergarten war oder in der Grundschule, dann Teil der rechten Szene wurden. Das heißt, das war eine Entwicklung, wo es für mich diese Abgrenzung gar nicht so einfach gab, weil ich nicht sagen konnte, ah, das sind die, das hier bin ich so, sondern Moment, wir haben doch die gleichen Sachen erlebt als Kinder. So, was ist denn, an welchem Punkt ist denn was, hat sich was verändert? Diese Ambivalenz, die schwingt in dieser Arbeit mit, aber die versuche ich eigentlich in allen Arbeiten möglich zu machen, halt keine einfache Antwort zu geben auf diese Fragen, sondern eigentlich einen Raum schaffen, in dem man die Komplexität und die Widersprüchlichkeit von Gesellschaft so aushalten muss. Findet man diesen Punkt, an dem sich was verändert auf der Suche? Da müsste ich jetzt eine sehr einfache Antwort geben. Nee, aber also das kann ich jetzt nicht so einfach beantworten. Und ich finde eher Wege, die Fragen zu stellen oder die Brüche in der Gesellschaft so spürbar zu machen und die Grenzen. Also in meiner Arbeit spreche ich ja oft über Grenzen und oft als Einstieg eben über Ost-West, aber eigentlich geht es um Grenzen, die in der ganzen Gesellschaft verlaufen und die haben mit Bildung zu tun, mit Klasse, mit Einkommen, mit Zugang zu Möglichkeiten und ja, und aber auch natürlich mit,
mit rassistischen Strukturen, die gesellschaftlich verankert sind, die familiär weitergegeben werden, die es auch in der DDR gegeben hat. Und diese, ja, also da kommen viele Sachen zusammen und ich, ja, kann diese Frage nicht so einfach beantworten. Ein Charakteristikum Ihrer Arbeiten ist ja, da merkt man die Szenenbildnerin oder könnte man so sagen oder vermuten, dass Möbel eine sehr wichtige Rolle spielen oder genauer gesagt auch eine bestimmte Form von Möbeln, Schrankwände, auch diese Couchlandschaft, die wir gerade gesehen haben, die sehr groß und sehr bunt ist, eben in diesen oder gesprenkelt in diesen Farben und Stilen der 90er Jahre. Was, genau, da könnte man sagen, zum einen wird damit natürlich die Zeit markiert, aber die Frage wäre, für Sie verbindet sich damit noch mehr oder umgekehrt gefragt, was für einen Blick würden Sie sich darauf vielleicht wünschen, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass es natürlich gerade, weil es irgendwie so alt ist, vielleicht ein bisschen was Lustiges hat, gleichzeitig aber auch, weil es ja mit gewissen Sachen zu tun hat, die nicht als die Form von verändertem Geschmack gelten, auch irgendwie Abwertung auf sich zieht. Ja, das ist spannend, dass Sie Geschmack sagen, weil um Geschmack geht es ganz viel in meiner Arbeit mit Möbeln, weil die Möbelstücke, mit denen ich arbeite, die so eine, auch so eine sehr, ja, so sehr viel Persönlichkeit haben, die spalten. Also die werden als besonders schön, besonders hässlich, besonders merkwürdig empfunden. Aber man muss sich eigentlich irgendwie dazu verhalten. Also man kann die nicht einfach ignorieren. Und das finde ich sehr gut. Und für mich sind die zum einen natürlich irgendwie historisch, weil die Möbel der Nachwendezeit jetzt aus meiner Perspektive sind, weil ich bin 84 in Zwickau in der ehemaligen DDR geboren und 89, als die Mauer gefallen ist, war ich 5. Das heißt, ich habe die politische Transformation und alles, was da so passiert ist, nicht verstanden. Aber ich habe gesehen, dass diese Möbel gekommen sind, dass diese postmodernen Möbelkopien aus dem Westen in die ostdeutschen Wohnzimmer kamen. Und darauf war ich als Kind ästhetisch natürlich nicht vorbereitet und fand das auch total faszinierend und auch irgendwie aufregend. Und das ist so eine ganz starke Erinnerung, die ich an die deutsche Einheit habe, sind diese Möbel. Und deswegen kann ich diese Möbel benutzen, um an eine Erinnerung anzuknüpfen, die ich gar nicht wirklich habe, sondern die eine kindlich-ästhetische Erinnerung ist. Und mit diesen Möbeln über gesellschaftlichen Umbruch sprechen, was erstmal ein bisschen nach so einem Stretch klingt, aber was irgendwie insofern funktioniert, weil man sich auch so zu denen verhalten möchte und muss und auch keine Probleme hat, das ist jetzt Kunst, da kann ich jetzt gar nichts dazu sagen, sondern zu Möbeln hat jeder eine Meinung und auch ist auch nicht schüchtern, die zu äußern, und weil das hat auch jeder. Und das heißt, auf der einen Seite sind die historisch für die Nachwendezeit für mich, gleichzeitig sind die aber auch noch sehr gegenwärtig, weil die sind ja alle noch da. Also die sind alle, die habe ich ja auch nicht aus irgendeinem Archiv oder Museum, sondern direkt von den Leuten, bei denen die bis eben noch standen. Und das finde ich so spannend, dass sie dann auch so Zeitdokumente werden, aber eigentlich welche, die nicht richtig gebraucht werden gesellschaftlich oder die jetzt nicht einfach im Museum stehen. Und zu gucken, okay, welche nicht erzählten Geschichten kann ich dann eigentlich mit diesen unbesprochenen Möbeln erzählen. Darum ging es mir. Und auch so Fragen wie Radikalisierung, Terrorismus, so was passiert, wenn da ein Sofa steht oder ein Schrank, dann ist es gar nicht so einfach zu greifen, sondern dann fängt man an zu interpretieren und zu fragen, warum steht das da, wieso sollen wir das jetzt hier rauslesen können, und dann werden die eigentlich, sind die nicht mehr nur diese Möbel, sondern sind die eigentlich so wie so Blitzableiter für diese ganzen Themen, mit denen ich die auflade. Dann das erste vielen Dank, und dann würde ich jetzt wechseln von der quasi Raumausstattung, wenn man das so sagen kann, zur Raumvermessung. Ich begrüße nochmal Christina Wabia, die als Research Fellow Teil der Forschungsagentur Forensic Architecture ist, die in London angesiedelt ist. Eine Agentur, die Fälle von Gewalt und Menschenrechtsverletzung mitteln untersucht, die eben das Studium der Architektur lehrt. Uns interessiert vor allen Dingen eine Arbeit von 2017, die den Mord an Halit Yozgat rekonstruiert am 6. April 2006 in Kassel. Die Arbeit stammt, wie gesagt, aus dem Jahr 2017 und war damals auf der Documenta zu sehen. Bevor wir die zeigen, auch kurz die Frage, Christina Wabia,
Erinnern Sie sich noch an irgendetwas oder wie Sie erfahren haben von dem Anschlag in Norwegen 2011? Hi. Unfortunately, ja, hallo. Leider erinnere ich mich nicht mehr an den Augenblick, an dem ich davon erfuhr. Ich glaube, dass ich zu dem Zeitpunkt in Griechenland war. Wir hatten hier unsere eigenen Neonazis und Rechtsextremen, aber damals gab es ja diese politische Partei, die für den rechten Extremismus stand, aber immer noch eine Außenpartei. Und erst 2012 erfreute sich die Partei an mehr Beliebtheit im Parlament. 2009 gab es ja auch die Wirtschaftskrise in Griechenland. Und damals war das Thema des rechten Extremismus etwas, das sich eher wirklich am Rand bewegte. War also damals noch nicht Teil meiner aktiven Gedanken. Erst später habe ich durch meine Arbeit diese unterschiedlichen Bewegungen miteinander in Verbindung gebracht. Das ist, glaube ich, auch ein Resultat dieser nicht vorhandenen oder nicht so richtig gesellschaftlich tief verankerten Geschichte von rechter Gewalt und rechten Terror, die es uns dann jedes Mal wieder überhaupt uns herausfordert, diese Verbindung eben herzustellen. Ich kann mich auch erinnern, dass es bei mir damals auch so gewesen ist, wie lange es gebraucht hat, um zu verstehen, was da eigentlich mit diesem Anschlag passiert ist, weil man einfach diese Bilder nicht so im Kopf hat, wie man das bei anderen Ereignissen hat. Jetzt wollen wir aber kurz den Ausschnitt zeigen aus der Arbeit mit dem Titel 77 Quadratmeter, 9 Minuten 26. Ich sage noch kurz was dazu. Das ist die Zeit, in der sich der Verfassungsschützer Andreas Temme damals aufgehalten hat in einem Internetlokal, in dem eben 2006 der neunte Mord des NSU mit der Ceska-Waffe verübt wurde an Halit Yozgat, zwei Tage nach dem Mord an Mehmet Kubaschik in Dortmund. Und dieser Andreas Temme ist eine der absurden Wendungen dieser ganzen Geschichte, weil er eben ein Mitarbeiter des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz ist. Der ist in diesem Internetcafé, als der Mord geschieht. Später kommt heraus, dass er in seiner Jugend Hitlers Mein Kampf abgeschrieben hat, dass er deswegen in seinem Dorf als Klein Adolf bekannt war. Und die Polizei hat dann später eine Begehung mit Temme gemacht, wo er seine Version, in der er nichts gesehen und nichts gehört haben will, eben demonstrierte in dem Raum, in dem Originalraum. Dieses Video wurde dann geleakt und fand eben Eingang in die Rekonstruktionsarbeit, die Forensic Architecture gemacht hat. Und da sehen wir jetzt einen Ausschnitt vom Ende. We then investigated whether Andreas Temme could have seen the body of Halit as he exited the internet cafe. Andreas Temme claimed that he did not see the body as he left the coin on the front desk. Aided by motion detection software and analog measures, we recreated Temme's police reenactment digitally to establish his moving cone of vision. We repeated this test in the physical model with a camera attached to the head of an actor. Witness testimony places the body in this position. We also tested for other positions
in which Halit could have fallen. All body positions would have been visible to Andreas Temme as he bent over the counter. Out of the three scenarios, we have determined that scenario one, in which the murder took place after Andreas Temme left the internet cafe, is not possible. The evidence does not exclude scenario two, in which Andreas Temme was at the front part of the shop when the murder took place. Scenario three, in which the murder took place while Andreas Temme was still sitting at PC2, is also possible. Um vielleicht kurz zu fragen, wie Forensic Architecture arbeitet, suchen Sie die Themen oder suchen die Themen Sie? Also kommen die zu Ihnen oder wann entscheiden Sie sich, so eine Rekonstruktion zu machen? I think sometimes it's both, but mostly we work by manchmal ist es beides, aber meistens werden wir eingeladen von unterschiedlichen Communities, die von Gewalt betroffen waren, meistens von Staatsgewalt. In diesem Fall ging es aber um rechtsextreme Gewalt, passt aber auch gut zu unserer Arbeit, weil es ja hier auch Vertuschungen gab. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, diesen Fall zu untersuchen. Typischerweise entscheiden wir, an einem Fall zu arbeiten, wenn es eine politische Dringlichkeit gibt, die uns dann auch dazu bewegt, einen Fall aufzunehmen. Aber auch wenn wir neue Methoden entwickeln können, wenn wir neue beweistechnische Methoden entwickeln können, die wir dann weiterentwickeln und verbreiten können, damit andere ähnliche Methoden verwenden können. Hier gibt es ja auch eine spezifische Frage, die mit den Sinnen zu tun haben. Andreas Temme sagt, dass er nicht nur den Körper nicht gesehen hat, er sagte, dass er auch die Schüsse nicht gehört hat und er hat außerdem gesagt, dass er das Schießpulver nicht gerochen hat. Und er sagte auch, dass er es gewohnt ist, mit Waffen umzugehen und dass er diesen Geruch einfach hätte erkennen können. Deswegen stellt sich uns dann die Frage, wie können wir das visualisieren? Wie können wir seine Zeugenaussage, seine Rekonstruktion verstehen und rekonstruieren? Und uns natürlich auch die Frage stellen, inwiefern ist der Staat hier beteiligt, weil er ja Staatsvertreter ist. Wenn Sie jetzt, was eine sehr eindrucksvolle Szene ist, sagen, dass Sie ganz viele Sachen versuchen zu rekonstruieren, die da stattgefunden haben müssen. Und gerade die Szene, in dem eben auch überprüft wird und in dem Sie nachstellen, wie zum Beispiel eben der Geruch des Gunpowders, also der Schüsse, dass er das wahrgenommen haben müsste, dass da etwas anders riecht. Wie würden Sie das beschreiben, diesen Prozess der Recherche? Wie weit geht man dabei? Es ist ja als Arbeit dann im Resultat eine unglaublich genaue und dichte und alle möglichen Faktoren abwägende Rekonstruktion ist. Gibt es da sowas, den Moment, wo Sie das Gefühl haben, Sie kommen der Wahrheit ganz nah, oder ist es eigentlich etwas, wo man dauernd denkt, haben wir nicht noch irgendwas vergessen, was auch gewesen sein könnte? That's a good question. Das ist eine gute Frage. Wir gehen so weit, wie die Forschungsfragen uns bringen. Natürlich geht es auch darum, sich zu fragen, was wir anbieten können. Was der Kenntnisstand ist, was die Lücken sind und wie wir hier einen Beitrag leisten können, der noch nicht geleistet wurde. NSU wurde ja schon von unterschiedlichen Ermittlern untersucht und es wurde viel darüber geschrieben. Und wir kamen erst relativ spät dazu. Und das People's Tribunal hat ja selbst auch unglaubliche Fachkenntnisse aufgebaut, um zu verstehen, was bei diesen 10 Morden stattgefunden hat und den ganzen herumliegenden Ereignissen.
Uns ging es also nicht darum, hier einen Überblick der Ereignisse anzubieten. Vielmehr wollten wir verstehen, wie diese Vorfälle miteinander in Verbindung stehen. Wir haben uns überlegt, wie wir auf ein spezifisches Ereignis eingehen können, mit dem Versuch, so präzise wie möglich zu sein, auch um Ereignisse zu extrapolieren, die darin enthalten sind. In 77 Quadratmeter, 9 Minuten, 26 Minuten denken wir an diese spezifischen Zeitraumbedingungen, die sehr präzise sind, in denen sich aber gleichzeitig unterschiedlichste politische Ebenen befinden, sowie Detailebenen, die es uns ermöglichen, uns in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wenn es darum geht, Fragen zur Rechenschaftspflicht zu stellen. Also für uns ist Präzision unglaublich wichtig, wenn es um die Sorgfaltspflicht geht. Es geht uns darum, auf die kleineren Spuren zu achten, die hinterlassen wurden, um die Lehren aus diesen Fällen extrapolieren zu können. Und um das zu tun, müssen wir selbstverständlich mit anderen zusammenarbeiten, mit Menschen, die unsere Expertise ergänzen. In diesem Fall mussten wir mit Akustikexperten zusammenarbeiten, mit Flüssigkeitsanalyseexperten. Wir mussten die ganze Szene des Verbrechens nachstellen, in einer abstrahierten Version natürlich. Wir wollten, dass dieses genaue Modell als Simulation dessen fungiert, was hätte stattfinden können, um einfache Fragen zu beantworten, haben wir mit unserer Arbeit begonnen und das Ganze sollte zu einem größeren politischen Diskurs führen, warum der Staat die Zeugenaussage akzeptiert hat, wenn es doch sehr unwahrscheinlich ist, dass das, was er ausgesagt hat, auch der Wahrheit entspricht. Ist ja auch so ein bisschen der Reiz an so einem kindlichen Detektivspiel, könnte man sagen. Natürlich machen sie das alles sehr genau und in gewisser Weise könnte man wiederum auch sagen, ist es quasi ein humorloser Kriminalfilm, in dem wirklich ganz stark ermittelt wird, was könnte hier passiert sein, indem man alle Möglichkeiten in Betracht zieht und abwägt und gegeneinander hält. Wie würden Sie selber das Ergebnis dann, wie sehen Sie das selber, als was betrachten Sie es? Weil es läuft dann letztendlich in einem Zusammenhang wie der Documenta zum Beispiel, wo man sagen würde, da ist Kunst. Gleichzeitig hat es ja so eine starke rationalistische Komponente, wo man sagen könnte, es ist vielleicht was anderes, es ist ein Beweisstück und Sie wollen ja damit auch etwas quasi in den Diskurs hinein. Also wie überlegen Sie es selbst und was bekommen Sie vielleicht auch an Reaktionen von Leuten, die das dann gesehen haben? Yes, I mean, it's an interesting question. We think about. Das ist eine interessante Frage. Für uns ist diese Arbeit zunächst einmal ästhetische Arbeit. In diesem Fall hinterfragen wir, wie die Sinne, die Ästhetik kommt ja auch von einem Verständnis dessen, wie die Sinne wahrnehmen. Und hier geht es darum, wie Sinne auch hinterfragt werden könnten. Es geht hier um Sicht, Geruch, Geschmack als ästhetische Elemente, die dem Verständnis gewisser Ereignisse dienen können. Man kann es also als Kunst verstehen oder auch als Nicht-Kunst, aber vielleicht ist diese Unterscheidung auch gar nicht so wichtig. Gleichzeitig war es aber eine wichtige Unterscheidung für die, die sich gegen uns stark machen. Ein paar Anekdoten vielleicht. Als wir die Arbeit in Documenta zum ersten Mal präsentierten, was für uns ein wichtiges Forum war, weil Documenta ja in Kassel angesiedelt war, unweit der Tatorte entfernt. Da gab es unterschiedliche Rezensionen, zum Beispiel, dass das Interessanteste nicht die Kunst ist, sondern die Beweise sind, die wir angeboten haben. Als wir unsere Ermittlungen präsentiert haben in der parlamentarischen Untersuchung in Hessen, gab es dann auch einen Gegenbericht, der veröffentlicht wurde, um unseren Bericht zu untergraben.
And actually, it was the Christian Democrat Party, CDU, that presented this counter report. And, und es wurde also dieser Gegenbericht präsentiert, auch mit dem Versuch zu blockieren, dass unsere Ermittlungen gezeigt werden. Damals hieß es, das sind ja nur Künstlerinnen und Künstler, wieso sollten wir ihnen zuhören? Diese Unterscheidung also wurde verwendet, um die einfachen Fragen der Community zu untergraben, Fragen, die sich die Gesellschaft lange gestellt hat. Sich diese Fragen zu stellen, ist wichtig, auch wenn diejenigen, die dagegen argumentierten, inklusive Andreas Temme, versuchten, sich hinter der Kunst und der Ästhetik zu verbergen. Und wir antworten darauf, indem wir versuchten, sehr präzise zu sein, indem wir sagten, dass das, was man hört oder sieht, nicht nur subjektiv ist, sondern messbar ist, dass es sich hierbei um etwas handelt, das relativ genau mit Instrumenten bewertet werden kann. Es war also doch eine bewusste Entscheidung, hiermit zu arbeiten. Und man kann mit Ästhetik auch für Beweise argumentieren. Interessant, weil ich zufällig in dieser Sitzung des Untersuchungsausschusses im Hessischen Landtag gewesen bin, als eben Ausschnitte aus der Arbeit dort gezeigt wurden, als Temme dort eben Rede und Antwort stehen sollte. Und ich habe dann kurz überlegt, oder ich bin mir, glaube ich, bis heute nicht sicher, was das dann bedeutet hat, ob praktisch, weil das letztendlich eine Situation war wie im Hamlet, dem klassischsten aller Theaterstücke, wo ja die Täter dadurch überführt werden, dass ihnen Theater vorgespielt wird, indem sie wiederum sehen, was sie gemacht haben und dadurch sich verraten oder sich erkennen. Also dieses Stück, die Mausefalle, was ein Stück im Hamlet ist. Und so ähnlich war das dann da auch. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, ob es nicht auch ein Ausweis dafür sein könnte oder ein Zeichen dafür sein könnte, dass dieser ganze Ausschuss eigentlich Theater ist und eben kein Instrument von Ermittlung, so wie das Polizei und Gericht sein können. Und tatsächlich hat der Ausschuss ja viel weniger Möglichkeiten. Der hat ja nur Möglichkeiten, Öffentlichkeit herzustellen. Und das geschieht eben darüber, dass dann die Fraktionen, die Parteien, die sich dafür interessieren, solche Momente da reinspielen, damit wiederum Journalisten und Journalistinnen im Publikum darüber schreiben können und so eine Öffentlichkeit herstellen können. Also wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, dass Kunst dann da von der CDU zum Beispiel abgetan wird als etwas, was nur Kunst ist und eben nicht ernst zu nehmen, das ist ja die Botschaft davon, heißt es umgekehrt, dass eben Kunst auch etwas sein kann, was Leuten hilft, die vor diesen staatlichen Institutionen sonst keine Sprache haben, also die gerade gegenüber von Polizei, von Gericht sich nicht so äußern können und dass dann Kunst eigentlich der Ort wäre, an dem diese Sprachlosen einen Weg finden können oder Probleme auch geäußert werden können? Yes, I mean, I think Arts Mandate is much larger than. Ja, die Kunst hat eine sehr viel größere Aufgabe, als jetzt ein Gerichtsfall erlauben könnte. Aber gleichzeitig gibt es für uns keine perfekte Form. Es gibt keinen perfekten Ort, wo die Wahrheit eines Vorfalles zur Schau kommen kann oder muss. Alles hat Vor- und Nachteile. Aber was die parlamentarische Untersuchung angeht, es ist ein Ort der politischen Debatte. Es soll ja darum gehen, die Politik zu hinterfragen, die auch einen gewissen Vorfall erlaubte. Etwas, das ein Gerichtsfall nicht unbedingt anbieten kann. Beim Gerichtsfall versucht man ja immer so spezifisch wie möglich zu sein. Und das war auch Teil der Kritik des People's Tribunals, wenn es um diesen Gerichtsfall ging. Weil der Umfang doch sehr begrenzt war. Es ging nur darum, herauszufinden, ob diese paar Menschen für die Verbrechen nun verantwortlich waren oder nicht. Es wurden aber keine breit gefächerteren Fragen gestellt. Und deswegen stellten wir uns die Frage, wo können wir diese größeren Fragen stellen? Im Rahmen des parlamentarischen Ausschusses, ja.
Oder auch in der Kunst. Wir sind der Meinung, dass die Kunst durchaus die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen und dass man sich über unterschiedliche Blickwinkel dazu Gedanken macht. Und gleichzeitig können hier Menschen eingeladen werden, die sonst keinen Zugang hätten, die ihre Zeit nicht damit verbringen, vor Gericht zu gehen oder vor parlamentarische Ausschüsse. Aber innerhalb der Kunst kann man sich Gedanken machen. Innerhalb der Kunst kann man die unterschiedlichen gesellschaftlichen und ästhetischen Entscheidungen auseinandernehmen, die ihren Einfluss haben. Kunsträume haben die Möglichkeit, eine viel größere Öffentlichkeit mit einzubinden, wenn es darum geht, sich die Frage zu stellen, wie es dazu kommen konnte, dass solche Vorfälle stattfinden. Und das hat ja auch Henrike erwähnt. Es geht auch darum, unsere eigene Position zu hinterfragen. Das ist auch ein gutes Stichwort, um jetzt in den dritten Teil zu kommen und damit auch Henrike nochmal zu fragen, der Ort, an dem Ihre Arbeiten gezeigt werden, ist ja die Galerie. Oder ist was macht der Ort, an dem Ihre Arbeit gezeigt werden, mit dem Schauen auf diese Arbeiten? Wenn Sie beim Film quasi geblieben wären, wäre vermutlich das Publikum unter Umständen viel, viel größer, könnte man sagen. Die Situation in der Galerie an so einem Ort, wo der Mensch alleine mit dem Kunstwerk meistens ist ja eine andere. Was hat das für Konsequenzen für die Wahrnehmung Ihrer Arbeit oder auch das, was Sie vielleicht vermitteln wollen? Ja, ist eigentlich spannend, dass man jetzt sagt, der Mensch sieht ja das Werk alleine in der Galerie, ne, weil das jetzt so in der aktuellen Zeit mit Timeslots und hat sich ja das Kunsterlebnis so ein bisschen verändert. Aber für mich war das immer ein Ort, wo sehr viele Leute gleichzeitig eine Arbeit erleben können und sich auch darüber austauschen. Also nicht in einem dunklen Kinosaal sitzen und so ein bisschen mit ihren Gefühlen alleine sind, sondern sich gemeinsam in einem Raum positionieren zu der Sache, die sie gerade sehen und eigentlich auch direkt darüber sprechen können. Und ich fand das ganz spannend, was jetzt gesagt wurde über den Realismus, weil das auch eine Sache ist, die mich sehr beschäftigt. Also inwieweit bilde ich Sachen realistisch ab oder versuche sie so zu verfremden oder zu übersetzen. Und was Christina Wavier gerade gesagt hat, das hat mich jetzt voll beschäftigt, dass sie mit Forensic Architecture nicht dieses Internetcafé realistisch nachbauen wollten. Weil für mich wäre das der erste Schritt gewesen. Das wäre für mich, für meine Arbeitsweise total wichtig gewesen, um diesen Ort zu verstehen und auch zu spüren und auch die Möglichkeit zu eröffnen, den zu betreten für die Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und in die Ausstellung sehen. Und ich habe mich dann auch gefragt, warum sehe ich das anders? Und habe dann auch, fand das auch spannend, was Sie gesagt haben über dieses Sensorium, also dass es so viel um so Geruch, das Sehen, das Hören ging. Und ich glaube, für mich ist es so ganz wichtig, dass das auch sich in der künstlerischen Arbeitsweise niederschlägt und dass das Kunstwerk auch diese haptischen und sensorischen Qualitäten hat und man eigentlich selber ein Erlebnis hat mit dem Raum und mit den Dokumenten und sich eigentlich nicht so gut distanzieren kann. Und ich glaube aber, das liegt natürlich auch in der Mission oder das, was Forensic Architecture so antreibt, also im Prinzip sich mit State Violence auseinanderzusetzen und eigentlich zu versuchen, das zu sortieren und das präzise zu machen und Antworten zu finden und Wahrheit. Und da habe ich jetzt so gemerkt, ich suche eigentlich wirklich nach Fragen und auf einem Weg, der wo man dann auch mit sehr unterschiedlichen eigenen Antworten so rausgehen kann. Und was man aber teilt, ist die Erfahrung von dem Raum und das, was der Raum mit einem gemacht hat. Ja.
Das wäre vielleicht meine nächste Frage, weil ich das Bestechende tatsächlich an dieser Kombination auch der beiden Arbeiten finde, weil wir ja das Gemeinsame ist, unterschiedlich, wie Sie gerade beschrieben haben, Henrike Naumann, Sie beschäftigen sich mit Räumen und die Frage eben, wie man einen Raum wahrnimmt, wie man ihn versteht, wie man ihn sichtbar macht, wie man ihn wahrnehmen kann. Und gleichzeitig ist ja dieser Raumbegriff auch relativ zentral in meiner Wahrnehmung zumindest für die Beschäftigung mit Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus, weil es da ganz häufig auch in der Sprache darum geht, wie viel Raum gegeben wird oder wo praktisch das Rechte innerhalb der Gesellschaft verortet wird. Ist es jetzt am Rand, wie meistens gesagt wird, oder ist es in der Mitte und muss es in der Mitte sein? Es gab unlängst auch den Versuch, einer Architekturzeitschrift in Deutschland rechte Räume zu identifizieren. Deswegen wäre meine Frage jetzt an Sie beide, vielleicht Christina Bavia zuerst, was würden Sie mit diesem Begriff rechte Räume vor dem Hintergrund Ihrer Arbeit zuerst verbinden? That's really interesting. I guess there. Sehr, sehr interessant. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es etwas gibt, das einen Ort rechts macht. Bei den Ermittlungen ist es aber sehr interessant, sich anzuschauen, unter welchen Bedingungen man eine gewisse Art von Gewalt konzentrieren kann, die versucht auszuschließen, die versucht, eine Art Menschen über andere zu fördern. Ich denke hier an die Tatorte, aber auch daran, wie wir sprachen zuvor über Golden Dawn und wie Golden Dawn auch gewisse Küchen angeboten hat, wo man seinen Pass präsentieren musste, um Zugang zu Essen zu haben. Das ist jetzt natürlich keine Gewalt wie der Mord, aber manchmal kann auch die Fürsorge als Akt verzerrt werden und so formuliert werden, dass gewisse Menschen ausgeschlossen werden und dadurch eine gewisse nationalistische Agenda gefördert wird. Räume, öffentliche Räume können also hier auch manchmal gekidnappt werden, beanschlagt werden, um eine Dynamik zu fördern, die zur Folge hat, dass sich Menschen nicht willkommen geheißen fühlen. Auch nochmal in Bezug auf was Henrike über Grenzen sagte. Grenzgebiete. Also zum Beispiel die EU-Außengrenze. Ganz Griechenland könnte als EU-Außengrenze betrachtet werden. Oder es gibt auch Grenzen, die weit über diese Grenze hinausgehen. In den Flüchtlingslagern, auch innerhalb Deutschlands oder Norwegen. An Orten, wo es eine Art strukturierten Ausschluss gibt. Auch das ist eine Art und Weise, einen gewissen Teil der Gesellschaft abzugrenzen. Also Grenzgebiete müssen nicht nur Konstrukte sein, die zu Spannungen führen, damit diese Gewalttaten dann auch stattfinden. Ja, also für mich sind eigentlich alle Räume rechte Räume. Also alle Räume haben das Potenzial. Das heißt, alle Räume sind eigentlich in einem Aushandlungsprozess, den ich führen möchte, um die nicht dazu werden zu lassen oder die davon zu befreien. Also das heißt, es funktioniert irgendwie für mich nicht, die so zu markieren und zu sagen, ah, das ist der Raum oder hier, da hört das auf so, sondern, und deswegen ist es mir auch so wichtig, so mit Alltagsobjekten zu arbeiten, um zu sagen, so,
das sind alles rechte Räume. Wir sind in rechten Räumen groß geworden, wir alle. Und das heißt, wir, wenn wir es gut machen, sind wir unser Leben damit beschäftigt, die abzubauen und die durchlässig zu machen. Und die sind auch in uns selber. Das heißt, so diese Definition so oder Einschränkung von so konkreten Räumen, so, das fällt mir schwer. Und das finde ich auch nicht, also für meinen Ansatz nicht richtig. Zugleich interessieren mich aber diese total gelabelten Räume extrem, weil ich halt wissen möchte, was ist denn dort dann los? Also was ist, wenn ich jetzt zu so einer, sage ich jetzt mal, vor 2 Jahren habe ich im Haus der Kunst in München, also ein Repräsentationsmuseumsbau aus dem Dritten Reich, eine Arbeit entwickelt und mit den Originalmöbeln aus der NS-Zeit gearbeitet, die noch im Keller waren. So, was ist hier anders? Was kann ich jetzt aus diesen Möbeln rauslesen? Welche Rolle spielt dann auch Ästhetik und Design und Architektur? Wo steckt da was Böses drin oder was Faschistisches drin? Und was ich in der Arbeit dann gemacht habe, ist das zu mischen mit Möbeln aus den Haushalten von München, die wir über eBay Kleinanzeigen abgeholt haben und die dann so in so einem Verhältnis zueinander gesetzt. Und dann fängt man an, auch wirklich alle Möbel so kritisch anzugucken und irgendwie sich, und diesen Blick, den finde ich eigentlich spannend, dass man alles überprüft und zugleich, da fand ich jetzt auch gut, was Christian Wawia gesagt hat, weil die Erkenntnis für mich in der Arbeit mit den Möbeln aus dem Dritten Reich war nicht, jetzt habe ich rausgefunden, wie das funktioniert, wie der Faschismus sich im Design versteckt und dann rauskommt, sondern die Erkenntnis war eigentlich, für wen waren diese Möbel gemacht und für wen nicht, für wen wurden diese Räume geschaffen und für wen nicht, wer wurde da systematisch ausgeklammert. Und das ist aber was man dann ja nur um die Ecke eigentlich darstellen kann. Und deswegen, ja, kann ich auch da sagen, dass es eigentlich die keine wirklichen Antworten von mir gibt, sondern eigentlich nur die Erfahrung, sich in dem Raum mit diesen Möbeln auseinanderzusetzen und dann ja eigentlich so einen kritischeren Zugang vielleicht auch zum eigenen Alltag wieder zu bekommen. Wenn man diesen Gedanken jetzt aufnimmt, dass wir praktisch permanent aushandeln müssen, inwieweit die Räume, in denen wir leben, durch Rechte definiert sind oder irgendwie geprägt sind oder eben auch beherrscht werden, wenn man das so sagen kann. Welchen Anteil kann die Kunst dann daran haben? Weil man dann ja sagen würde, die Kunst ist ja nur etwas, was praktisch die Imagination betrifft, was wir als ob etwas, das irgendwie keine in dem Sinne Realität hat, wie sie zum Beispiel im Fall NSU, Temme, eine Gerichtsverhandlung oder eine polizeiliche Ermittlung hätte. Also was würde dann, wenn man das so denkt, dass es darum geht, permanent etwas auszuhandeln, was ist dann der Anteil, die Arbeit der Kunst daran? Christina oder Henrike Naumann, wollen Sie? Ich würde schon sagen, dass die Kunst auch real ist. Und weil wenn man von gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen spricht, dann ist ja die Frage, wie können wir Gesellschaft verändern? Und für mich sind die Gesellschaft die Menschen, die in der Gesellschaft leben. Und in dem Moment, wo ein Kunstwerk das schafft, was zu verändern, und wenn es nur eine Blickachse ist oder eine Perspektive auf eine Sache, dann ist das für mich total Hard Facts, Realität. So. Und wenn ich davon nicht überzeugt wäre, dann würde ich das, glaube ich, auch nicht machen, weil Kunstproduktion und Ausstellungen machen und drüber sprechen. Und das ist für mich seit 2011 ein Weg, mit der Welt umzugehen und auch mit den Dingen, bei denen ich mich so hilflos fühle und wo ich auch politisch so Angst bekomme. Aber meine Arbeit ist ein Beitrag dazu, in einem Feld, wo man eben Debatten führen kann, die woanders so nicht geführt werden können. Und genau, aber it's real. Christina Wawia, wie würden Sie das sehen?
I think if we want to think about the role of art within politics or the party, wenn wir uns überlegen, welche Rolle die Kunst in der Politik spielt, dann lohnt es sich, sich zu überlegen, inwiefern die größeren politischen Veränderungen mit der Kunst zusammenhängen. Wir können hier über Propaganda reden oder über die ganzen Materialien, die verwendet wurden, oder auch Materialien, die verboten wurden. All das zeigt ja auch, wie mächtig die Kunst sein kann. Denn die Kunst ist ja auch dazu in der Lage, eine gewisse Vorstellung zu kreieren, eine Art und Weise, die Welt zu interpretieren, die natürlich auch mit der Politik zusammenhängt, weil es darum geht, wie man die Welt einsieht. Das Ganze kreiert Visionen der Welt, wirft aber auch Fragen auf, ob es nun die richtigen Fragen sind oder manipulierte Fragen, oder aber ob es zu politischen Zwecken verwendet wird oder nicht. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber Tatsache ist, dass sich hierin unglaubliche Macht verbirgt. Das ist nicht abzustreiten, auch wenn man sieht, wie sehr gewisse Regierungen auch die Kunst attackiert haben in unserer Geschichte der Welt. Es geht also auch darum, sich zu überlegen, inwiefern die Kunst und die Mittel der Kunst es ermöglichen, die Vorstellung zu erweitern der Menschen, aber auch gleichzeitig Untersuchungen ermöglicht, sowie ein detaillierteres Verständnis von Ereignissen, was wiederum Menschen dabei hilft, sich zu informieren und sich dann auf ihre Sichtweise der Welt ausschlägt. Das bedeutet natürlich nicht, dass die paar Fälle, die wir auswählen, ausreichen, um eine Weltansicht zu formulieren. Aber bei unseren Ermittlungen geht es auch darum, sich zu überlegen, wie man ähnliche Vorfälle untersuchen könnte. Es geht uns also auch darum, den Teilnehmenden und Zuhörenden die Mittel zu geben, sich Gedanken zu ähnlichen Fällen mit derselben Methodik zu machen. Und ich bin auch einverstanden, also die Kunst ist echt. Vielleicht ist das nicht so leicht in Worte zu fassen, aber tatsächlich doch auf eine Art und Weise, die eher greifbar ist. Zu konkret, aber ich versuche es trotzdem mal zum Schluss zu fragen, weil Sie das gerade betont haben, dass ja die Arbeiten praktisch Wahrnehmungen ändern können, neue Räume aufmachen können, neues Verständnis ermöglichen können, Werkzeuge sein können für andere Leute. Gibt es etwas, wenn Sie überlegen, in der Reaktion auf Ihre jeweiligen Arbeiten, wo Sie gedacht haben, das ist jetzt für Sie selber etwas Neues oder etwas anderes, also wie Leute auf Arbeiten von Ihnen reagiert haben, wie das zu Ihnen zurückgekommen ist, um selber zu verstehen, was praktisch an Resonanz diese Arbeit hervorgerufen hat und was es vielleicht für Sie im Feedback dann selber noch interessant gemacht hat. Ja, also ich habe eine große Sammlung von persönlichen Feedback-Gesprächen, die teilweise auch sehr emotional, aber auch aufgewühlt, wütend, also es, und das merke ich auch so, dass die Arbeiten eigentlich so ein Gesprächseinstieg sein sollen und ein Ort, in dem man diese gewisse Erfahrungen und Erinnerungen besprechen kann und auch so laut nachdenken und laut fühlen. Und ja, ich glaube, was jetzt speziell auch mit meiner Arbeit Triangular Stories, die wir hier gesehen haben, mich als erstes so selbst auch ein bisschen schockiert hat, war, dass viele Leute, als ich das 2012 das erste Mal gezeigt habe, auch gedacht haben, das wäre ein tatsächliches Material, also tatsächlich Material über den NSU, das ich geleakt bekommen habe. Und wo ich dann auch so gedacht habe, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Bin ich jetzt hier wirklich so in,
in so einer alternativen Geschichtsschreibung drin, produziere ich hier so Alternative Facts, den Begriff gab es dann noch nicht so, aber schon so die, auch so eine Verantwortung für so Informationen und auch für Schaffung von Fakten. Das hat mich so sehr überrascht, weil ich das Gefühl hatte, es ist eigentlich sehr künstlerisch geworden und auch sehr, ja, eigentlich wie ein Film geschnitten und gar nicht wie ein Home-Video. Also ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich safe. Und dann war ich so überrascht, dass es dann trotzdem das so transzendiert und ich nicht weiß, wie viele Leute das gesehen haben und dachten, sie hätten das Original oder ein originales Material gesehen. Und das hat mich so sehr beschäftigt bei der Arbeit, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und die andere Sache ist, wie oft sich mir Menschen eigentlich sehr öffnen, die ich gar nicht kenne, weil wir durch die Arbeit oder die Erfahrung in der Installation ist da so eine Verbindung entsteht und so Erinnerungen und Gefühle so geöffnet werden und eine Sache, die mich beschäftigt und die ich auch immer noch verarbeite, dass mir auch immer mal wieder BesucherInnen erzählt haben, dass sie selber in der rechten Szene waren und das noch nie jemandem erzählt haben und im Kunstkontext. Und dann, das heißt, diese ganzen Grenzen, ne, worüber wir schon gesprochen haben, die gibt es eigentlich wirklich nie. Und mit so einer Arbeits- und Ausstellungspraxis diese Räume zu schaffen, in denen wirklich Gespräche und Begegnungen stattfinden, die sonst nirgendwo stattfinden können, das ist dann das, was es sinnvoll macht für mich, ja. Christina Barbier, gibt es von Ihnen noch, weil da könnte man ja denken, dass eine der Forensic Architecture Arbeiten tatsächlich zu Ergebnissen, Resultaten, Ermittlungen, Verfolgung, Strafe geführt hat oder sowas oder etwas korrigiert hat. Was würden Sie sagen als die Reaktion auf eine der Arbeiten, die Ihnen selber wiederum eigentlich sehr viel gesagt hat? Hm. Yes, I mean it's a strange question because every new investigation. Es ist eine sonderbare Frage, weil jede Ermittlung auch für uns eine neue Arbeitsweise ist. Immer wieder lernen wir neue Arbeitsweisen und unsere Partnerorganisationen bringen uns auch immer wieder bei, wie auf unterschiedliche Art und Weisen ermittelt werden kann. Es gab einen Augenblick, an dem ich merkte, dass es doch etwas Komisches gab an den Reaktionen, die wir erhielten. Und auch da ging es wieder um Arbeit, die wir an der EU-Einwanderung machten. Und zwar konnten wir an den EU-Ausgrenzen sehen, wie die Menschen auf unsere Ermittlungen reagierten, auf Untersuchungen von Einwanderern, die zurückgedrängt wurden. Oder auch Vorfälle, wo Boote an die türkische Grenze zurückgedrängt wurden. Was uns damals wirklich überraschte, war, dass wir gegen die Mainstream-politische Meinung arbeiteten. Bei einem Mord sind alle entsetzt und können auch alle es als eine gewalttätige Tat einstufen. Wenn es aber darum geht, Menschen zurückzuweisen, die in die EU angekommen sind. Für manche ist das eine notwendige Tat, die gerechtfertigt werden kann. Deswegen war es doch schockierend zu erfahren, dass manche uns Fake News nannten, andere sagten, dass unsere Beweise unzuverlässig sind. Das sind Sachen, an die wir auch gewöhnt waren. Es war aber auch zu sehen, dass die Mainstream-Nachrichten diese Einstellung teilten. Auch Menschen, die mir nahe standen, hatten diese Meinung. Und
sich auch fragten, warum wir uns jetzt darüber unterhalten sollten, wieso wir über die Rechte dieser Menschen denken sollten, wenn doch Europa unterschiedliche Krisen durchmacht. Das war doch so ein bisschen ein Schock für mich. Und Henrike Naumann sagte es ja bereits, dass der rechtsextreme Terrorismus und die rechtsextremen Tendenzen uns doch sehr nahe liegen. Und dass hier auch sehr viel Manipulation unternommen wird, um eine gewisse Politik zu fördern. Das sind die Momente, die die Arbeit noch wichtiger machen. Gleichzeitig ist es aber auch schwierig, Instrumente zu finden, um sich so zu engagieren, dass man einen Dialog ins Leben ruft und dass das Ganze nicht dazu führt, dass man sich abkapselt vor den Menschen, die eine andere Meinung vertreten. Wenn es darum geht, über die Details eines Falls zu reden oder wenn man versucht, präzise zu sein, wenn man über diese Vorfälle redet, das schafft mehr Möglichkeiten. Das erlaubt es uns, genauer auch zu sehen, wie sich diese Gewalttaten auf Menschen auswirken, auf die Menschen, die an den Folgen leiden. Und was es hier für Rechtfertigungen gibt. Also, es geht nicht nur darum, Visionen zu artikulieren, Visionen idealer Gesellschaften. Wichtig ist es auch, in schwierigen Momenten sich zu überlegen, wie man damit umgeht und wie wir uns an Momenten positionieren können, wo es nicht ganz so eindeutig ist. Das war also so ein bisschen, was mich zu diesem Augenblick ein bisschen überraschte. Kann das praktisch die Kunst oder die Arbeiten dazu beitragen, etwas besser beschreiben zu können und genauer verstehen und fassen zu können, als das zum Beispiel die Politik tut. Ich danke vielmals für das Gespräch Christina Barbia und Henrike Naumann und verabschiede mich hiermit.